Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, es geht weiter in unserer E-Osterreihe. Dran ist jetzt diese Box mit diesem flachen Deckel hier oben. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch jetzt und es geht los. Und zwar braucht ihr erst einmal euer Schneiz- und Falzbrett oder aber eine Matte und ein Cuttermesser. Und ihr braucht ein Stück Farbkarton in dem Maß 28 x 20 cm. Und das falzen wir jetzt auf der langen Seite bei 6,5. Moment, wo ist meine Schneideklinge? Die muss weg. 6,5, 13, 19,5. Und 26 cm. Rüber. So, 26. Und auf der kurzen Seite falzen wir bei 5, 12,5 und 17,5. Müssen wir uns gleich noch ein paar Linien ziehen. So, also nochmal 28 mal 20 cm. An der langen Seite falzen wir bei 6,5, 13, 19,5 und 26 cm. Und an der kurzen Seite falzen wir bei 5, 12,5 und 17,5. So, jetzt müssen wir ein bisschen was wegschneiden. Und zwar wie folgt. Ist meine Schere. Das hier oben ist hinterher dieser Deckel. Ja? Und jetzt schneiden wir hier unten an der schmalen Seite dieses Teil einmal komplett raus. Das wird ja unser Boden und schrägen uns das hier ein bisschen an. Das wird ja unsere Klebelasche. Dieses Teil schneiden wir auch komplett raus. Aber was ich jetzt vergessen habe, wir müssen uns ja noch ein paar Falzen mit der Hand ziehen. Und zwar für diese ja, Schrägen hier. Und zwar nehmt ihr euch ein Lineal und ein Bleistift und ein Falzbein. So. Und zwar markieren wir uns jetzt die erste und die dritte. Und die sind ja 6,5 und da markieren wir uns jetzt hier an der ersten Falzlinie 3,25. So genau kriegt man es eh nicht hin. Und hier auch 3,25. Und dann ziehen wir mit dem Falzstift von diesem Mittelpunkt hier, von dieser Ecke hoch zu eurer Markierung eine Falz. Und hier vom Ende genauso hier bis zu eurer Markierung eine Falzlinie. Und das gleiche machen wir auch auf dieser Seite. Und von da nach da. So, dann brauchen wir Designerpapier. Und zwar brauchen wir, wenn ihr jetzt keine Seite hier irgendwie anders gestalten wollt, so wie ich jetzt hier mit dem Häschen oder gleich mit einem Lämmchen, dann braucht ihr viermal Designerpapier in den Maßen 7 mal 6 cm. Ansonsten braucht ihr nur drei Stücke. Und ihr braucht zweimal Designerpapier in den Maßen 6 mal 4,5. Ich habe mich jetzt hier für das Designerpapier aus der Celebration entschieden, weil ich das ganz schön finde. Das ist sehr frühlingshaft. Man könnte natürlich auch die Rückseite nehmen, aber dann würde ich das mit, hätte ich das nicht gemacht mit dem roten Farbkarton. Entschuldigung. Ja, und dann braucht ihr noch, wenn ihr das jetzt, wie gesagt, entweder einen Kreis oder zwei Kreise übereinander, ein Rechteck in Weiß und das dann bestempeln. Und ich habe mich aber diesmal entschieden,
Ich habe ein Stück weißen Cardstock genommen und habe den ein bisschen eingefärbt und das habe ich wie folgt gemacht. Ich habe ein Blatt Schmierblattpapier genommen, habe mir dann Farben rausgesucht, die passen, also so ein bisschen Saharasand, das ist Gartengrün und das oben ist ein Babyblau. Und dann habe ich mir mal im Action ja diese Pinsel gekauft und das geht dann wie folgt. Nur einmal jetzt kurz gezeigt, dann tupfe ich das einmal ab, damit das Gröbste weg ist und dann gehe ich hier so einmal übers Papier. Ja, und das macht ihr eben so in den Abständen, wie ihr das gerne wollt und in der Farbe, wie ihr das gerne wollt. Oder ihr sagt, nee, das ist mir zu aufwendig, das mache ich gar nicht. Das ist ja auch nur so ein Tipp von mir. Ne? So, dann habe ich mir aus meiner, habe hier so eine Stanze mit Garten, also mit so Gras, da habe ich mir das ausgestanzt. Das ist eigentlich im Ursprung viel größer, ja. Da habe ich noch den Rest, also ist auch viel höher. Und dann habe ich mir das hier unten auch nochmal ein bisschen abgeschnitten. Das werden wir gleich hier unten draufsetzen. Und dann habe ich so kleine Stanzen mir mal gekauft, aber fragt mich jetzt bitte nicht, wo ich die her habe. Ich habe keine Ahnung mehr. Das sind zwei so Lämmchen, die kommen weiß raus und die habe ich mir, naja, malen kann ich nicht so toll. Und die werde ich mir jetzt das eine Lämmchen dahinter setzen, das Gras davor und dann kommt hier noch so ein kleines Frohe Ostern und das wird diesmal meine Verzierung für diese Seite werden. So. Dann machen wir jetzt aber mit der Box weiter. Und zwar müssen wir jetzt erst einmal hier einschneiden. Falzlinien schön gerade einschneiden. Und immer an den Feldern, wo wir diese Markierung gemacht haben, schneiden wir oben das Stück raus. Das könnt ihr mit der Hand machen, das könnt ihr mit dem Schneidebrett machen, das ist total euch überlassen. Müsst ihr mal gucken, wie ihr das besser hinkriegt. Hier klappe ich mir das jetzt einmal weg, damit ich da nicht aus Versehen was anderes wegschneide. Und auch hier schneiden wir uns dieses Stück raus. So. Wir können dann weg. Dann schneiden wir uns den Boden ein. Das wird hier der Boden hier von unserer Box. Da schneiden wir uns auch immer bis zur ersten Querfalz die Falzlinie nach. Ich kann das hier wieder, es blendet mich ein bisschen. Ich hoffe, es wird jetzt gerade. So. Und dann können wir auch erstmal alle Querfalzen nachziehen. Wo ist mein Falzband? Boden löschen. Auch nachfalzen. Und natürlich auch diese Falzlinien. So. Jetzt bringen wir uns auf diesem Stück doppelseitiges Klebeband an. Und das mache ich auch oben und unten, weil diese Falz, dieser Rest, also hier diese Klebelasche ist recht groß. Und da passen dann eben auch zwei von meinem doppelseitigen Abreißklebeband hintereinander. Und so kann ich auch sicher gehen, dass die Box nicht wieder aufgeht. So. Dann lösen wir hier die Träger. Jetzt könnten wir, halt, stopp, zurück. Jetzt könnten wir natürlich der Einfachheit halber erst einmal das DSP aufkleben. Also, hier soll ja eins hin und hier soll eins hin. Das wird meine Mitte, sprich, da käme jetzt das von mir bemalt und hier käme das hin. Und dann haben wir noch zwei für die Seitenteile, die würden wir dann hier hinkleben. Und das können wir jetzt auch mal eben machen, weil dann ist das nachher nicht so wackelig. So, das mache ich jetzt mit so einem kleinen Abroller-Klebeband, damit es jetzt auch schneller geht. Dann müsst ihr das hier schön vermitteln, dass überall die gleichen Abstände sind. Bei den Blumen habt ihr kein Muster. Da müsst ihr jetzt auch beim Zuschneiden nicht darauf achten, was wo ist.
Wenn ihr natürlich jetzt irgendwas habt mit einem Verlauf, mit einem Muster, dann müsst ihr schon beim Zuschneiden darauf achten, dass die Höhe eben diese 7 cm haben. Oh. Nicht, dass ihr es euch falsch rum und dann müsstet es quer aufkleben. Das verschwendet ihr dann nur Papier. Das noch hier oben. Ich finde das richtig schön, dieses Celebration-Papier. Das ist so richtig frühlingshaft. Das schreit förmlich nach Frühling. Und ich weiß nicht, wie es bei euch wettertechnisch ist. Also bei uns ist es immer noch richtig stürmisch. Es ist zwar nicht so kalt, aber durch den Sturm ist das extrem unangenehm. So, jetzt würde ich auch schon dieses aufkleben, was ich mir da selbst gestaltet habe. Vom Hintergrund her. Heißt, das kommt hier hin. Blau nach oben, grün nach unten. Besser ist das. Dann setze ich mir mein kleines Lämpchen auf. Wie gesagt, da könnt ihr alles nehmen, was ihr habt. Ob ihr auch hinterher das noch verzieren. Ne? Ihr könnt dann noch Blümchen drauf machen. Oder aus dieser Blümchenstanze, das passt ja auch super schön, ne? Dass man so einzelne Blüten aufsetzt. Ich habe mich jetzt mal für das Lämpchen entschieden, weil ich das auch noch nie benutzt habe. Das ist mir gerade beim Suchen in die Hände gefallen. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, das ist ja auch mal ganz süß. Das nimmst du jetzt mal und auch hier ein bisschen ankleben, das Gras. Den Rest kann ich dann nochmal wieder weiterverwenden für ein anderes Projekt. Das würde ich jetzt auch verwahren. Und wie gesagt, ich habe es mir dann auch nochmal unten gekürzt. Wenn jetzt hier oben die Grasbüschel nicht wirklich kleben, finde ich das gar nicht so schlimm. Ja, dann hat das ein bisschen Dimension. Ja, und hier würde ich jetzt noch einen Stempel draufsetzen. Und zwar habe ich mir dann aus den klitzekleinen Grüßen wieder dieses frohe Ostern ausgesucht. Und da nehme ich jetzt Blutrot und stempel mir hier dieses frohe Ostern hin. Jetzt hätte man dem Lämpchen auch sicherlich noch so eine kleine Schleife machen können. Ich habe da jetzt so ein Halstuch gemalt eigentlich. Und ja, jetzt setzen wir diese Box zusammen. Wie gesagt, wir lösen hier das Abreißklebeband und irgendjemand hat meine Prickelnadel geklaut. Nein, da ist sie. Alles zurück. So, dann klappe ich diese Seite ein und klappe mir diese Seite rüber und gucke, dass ich auch wirklich gerade bin. So. Das werden ja unsere Seiten. Die knicke ich, das hätte ich vorher machen sollen. Also das macht bitte vorher, dass er die schon mal so ein bisschen nachknickt, damit das Papier gleich weiß, wo es hin soll. Das ist natürlich einfacher, wenn man das macht, bevor man die Box klebt. Aber ich denke, das wird auch gleich so gehen. So, jetzt kleben wir erst den Boden zusammen. Hier ergibt es sich ja, das ist im Prinzip vorne. Und wie ihr das jetzt zusammenklebt, das ist euch überlassen. Ihr könnt das mit doppelseitigem Klebeband machen, ihr könnt das mit Nasskleber machen. Letztendlich ist es so, dass die Box hier nicht ganz rüberragt. Ja, aber ich finde, das stört nicht. Das ist unten, das sieht sowieso hinterher kein Mensch. Und es wäre halt von den Maßen nicht so schön hingekommen. Und man hätte viel größeres Papier nehmen müssen. Und ja, ich wollte es gerne mit einem DIN A4 Papier machen. Und das wäre eben nicht gegangen, wenn ich es so gemacht hätte, dass das ganz passen würde. So. Machen wir hier ein bisschen Flüssigkleber drauf. Klappe die Box ein, dann mache ich das hintere Teil drüber, klappe das auch zu
Und mache mit zu guter Letzt hier noch Flüssigkleber drauf. Da bin ich sehr nah an den Rand gekommen und klappe hier auch zu. Dann drehe ich mir die Box um und gehe mit dem Falzbein da rein und drücke das alles ein bisschen fest. So. Jetzt sollte sich das hier, wenn ich das so reindrücke, geht eben ein Teil drüber und eins drunter. So sollte das dann aussehen. Und wie gesagt, wenn ihr das vorher, bevor ihr es zusammenklebt, falzt, dann legt sich das auch richtig toll. Ich habe das jetzt leider vergessen, warum auch immer. So, jetzt brauchen wir hier oben noch Löchlein, um das Schleifenband durchzumachen. Und gemacht habe ich diese Löcher mit meiner Crocodile. Und zwar wie folgt. Die hat ja zwei Größen an Löchern, die man punchen kann. Hier seht ihr dann ja auch ein schmales und ein großes. Da müsst ihr gucken, was ihr für Band habt, was da besser durchpasst. Auf jeden Fall machen wir das so, dass wir erst eine Seite nehmen, gucken, dass wir das mittig haben und punchen uns ein Loch rein. Und das machen wir auf der gegenüberliegenden Seite auch. So, dann klappe ich die Box im Prinzip einmal so zu. Guck, dass sie schön gerade ist. Und markiere mir hier im Prinzip die Stellen, damit es auch hinterher gut übereinander passt. Und hier, wenn, seht ihr das, da kann man reingucken und dann kann ich genau sehen, wo die Markierung ist und da das Loch auch wieder punchen. Hier auch, da ist die Markierung. So, jetzt habe ich hier ein Stück rotes Schleifenband wieder genommen, weil ich finde, rot passt das ganz gut. Und einmal fädelt ihr das Band von innen nach außen auf beiden Seiten. Ich finde immer so einfädeln von Bändern dauert meistens länger als das Basteln der ganzen Box. So, ich hoffe, ich habe hier nicht zu wenig abgeschnitten. Und auch hier von innen nach außen. Komm schon. Und dann seht ihr schon, dann zieht sich das am Ende da zusammen. Dann zieht ihr das Band einfach nur stramm. Und macht hier oben, ich ziehe euch mal ein Stück hoch. Jetzt kann ich hier keine Schleife binden. So. Und dann zieht sich das wirklich toll zusammen. Und ihr macht jetzt bitte eine schöne Schleife. Das ist mir, warum auch immer, in Videos nie gegeben. Und Schleifenband, da müsst ihr halt gucken. Wie gesagt, da müsst ihr euer Löchlein auch anpassen an die Breite vom Schleifenband. Also, so, jetzt kann man das hier noch ein bisschen zurecht zuppeln. Und ja, wo ist mein vorne? Da ist mein vorne. Heißt, ich hätte die Schleife aber gerne so rum. Hätte ich sie vielleicht anders binden müssen. Ja, Schleife binden. So. Ich würde das jetzt sogar lassen, das ist mir gar nicht zu lang. Das würde ich jetzt noch nicht mal abschneiden. Und jetzt könnt ihr hier noch Glitzis drauf machen, was auch immer. Vielleicht auch noch mal aus dieser Blume was ausstanzen und die hier unten hin machen. Dann wird sich das noch mal wiederholen. Ich habe jetzt hier, ist ja dieses Designerpapier und da passt ja diese Blumenstanze auch genau rein. Man kann also mit diesem, ne,
das Blümchen richtig schön ausstanzen. Und jetzt könnte man dem ein bisschen mit Dimension geben. Man setzt es nochmal hier unten an die Ecke. Ich glaube, das finde ich auch ganz schön. Ich würde vielleicht noch eine zweite Farbe ausstanzen. Mal gucken, wo ich hier noch was habe, was ziemlich am Rand ist. Ich würde jetzt hier noch das Gelb nehmen. Muss man jetzt halt nur gucken, wie man die Stanze am besten hält, dass man das Blümchen gescheit ausgestanzt kriegt. Das gefällt mir alles nicht so toll. Komme ich nicht so gut dran. Das ist bei den Aquamarinen aber auch nicht besser. Da, bei der ginge es gut. Nehmen wir doch rosa. So. Ups. Dann würde ich das mit dem Falzbein so ein bisschen biegen. So. Prima. Dann setzen wir die Blümchen übereinander. Da würde ich jetzt das Hellrosa vielleicht nach unten machen und das Kräftige nach oben. Aber wie gesagt, das ist ja kein Muss. Ich fand jetzt aber gerade, dass das vielleicht noch mal so ein Pep gibt. Dann habe ich hier meine Klebepunkte. Und da setze ich mir jetzt da oben an die Ecke. Nee, da. Da setze ich mir jetzt das Blümchen hin. Dann können wir die Seiten wieder ein Stückchen hochschieben. Und dann kommt auch da ein kleines Steinchen dran. Das müsste hiermit auch gehen. Jetzt habe ich nur noch die Größe, aber ich glaube, bei der großen Blume ist die Größe auch richtig super. Ja, das war's, meine Lieben. Das ist die kleine Box mit dem Deckel oben. Ich finde das total süß. Ist mal was ganz anderes, nur denkt daran, dass ihr vorher das hier, bevor ihr die Box zusammenklebt, dann einmal falzt, dann legt es sich schöner. Bei dieser habe ich es hier gemacht. Ihr seht, das legt sich deutlich schöner, wobei es geht auch. Also, ne? Ja, wenn euch das Video gefällt oder gefallen hat, dann würde ich mich über ein Däumchen freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.